Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Letztes Jahr haben wir gebacken, dieses Jahr backen wir auch. Letztes Jahr waren es Kekse, heute sind es Schoko-Bananen-Muffins. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ganz wichtig ist natürlich, dass man den Teig in zwei Behälter aufteilt. Und wie man das macht, das zeigen wir euch jetzt. Also für den ersten Teig braucht ihr 2 Teelöffel Backpulver, 1/4 Teelöffel Zimt, 1/2 Teelöffel Natron, 200 Gramm Mehl und schließlich 3 Esslöffel Kakao. Das mixen wir dann alles schön zusammen und fertig ist auch schon der erste Teig. So, und dann machen wir jetzt auch den zweiten Teig. Also für den zweiten Teig brauchen wir ein Ei, 3 reife Bananen, 125 Gramm Buttermilch, 175 Gramm brauner Zucker und 100 Milliliter neutrales Öl. So pure, I got something to soak in here. So blow out all the candles, even on the mantle. Let the smoke up in the air. We gon' do it like, 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 baby, we gon' do it like. Let the smoke up in the air. We gon' do it like. Jetzt unterheben wir die Mehlmischung in die Bananenmischung. Yo, blow it out, smoke from out. Everything that we spoke about is going down. You know this shit, you know this, you told me this. And every time I see you out, it's like you wanna party. And then I get you back into my crib. You acting naughty and I love that. Show that side, girl, show that side. Turn over and show that side. And we can do this shit outside. I don't care, my hands up high. Your hands down low, go so fast, I'm a down there pass, and we still make this shit feel slow. I don't know how we do it, but we do it like we meant to, and I'm even considering leaving all the heart I let you, cause I don't plan to leave today or at night, but I wanna see you move, see blood, the candle. Jetzt füllen wir den Teig in die Blechverformungen ein und backen ihn dann bei 160 Grad Umluft in der Mitte für 20 bis 25 Minuten. Nicht vergessen, 160 Grad Umluft. Ja. Jetzt kommen sie in den Ofen rein. Jetzt machen wir die Glasur für die Muffins. Da nehmen wir Vollmilchglasur, also Kuvertüre, zweimal. Würden, glaube ich, für unsere 12 Muffins reichen. Ich glaube, eine wird auch schon knapp reichen. Und als i-Tüpfelchen nehmen wir hier dann noch eine Packung Smarties. Und machen die dann noch drauf. Jetzt müssen wir erstmal die Kuvertüre in mittelwarmes Wasser rein machen. Also nicht höchste Stufe, sondern eher so Stufe 5, 6. Wasser reinlegen und dann einfach ein bisschen warten. Und dann eventuell auch noch aufmachen und drin rumrühren, damit diese großen Stücke dann auch weich werden. Und ja. So, also wir haben jetzt die Kuvertüre hier in Behältnis reingemacht. Die Muffins haben wir jetzt abkühlen lassen. Und jetzt werden wir die Muffins reintunken. Und dann mit Smarties verzieren. Genau.
when they pass me. I'm moving faster than a glove and a Julie the cat Gaffney. Call the snow patrol, I'm chasing moving cars, and I'm wishing on airplanes like they were shooting stars. Yeah, don't trust me like I'm 303, cause I got these beautiful girls around the world like I was B.O.B. And I play them live, so call it COD. I see you every week, so don't be acting like you don't know me. Losing ain't an option, no, we gotta win. Feet up like I am emperor of the Ottoman. I didn't know I could. I never knew I'd have it so good. Tell me how you feel, what's your fantasy, yo? I see us on the beach down in Mexico. You can put your feet up, be my senorita. We ain't gotta rush, just take it slow. You'll be in the highlight, soaking up the sunlight. Anything you want, it's yours. Yeah. I have you living life like you should. You say you never had it so good. I'm in the drink. I'm here to stay even though I arrived in a blink. Keep them open, tell me what you see. They lining up to see me like we at the DMV. On that CD-DVD or banging on an MP3. So, das war's jetzt mit unserem Backvideo der Muffins. Wir hoffen, es hat euch gefallen und frohe Weihnachten. Guten Rutsch, nicht ausrutschen. Ah! Und bis zum nächsten Video. Tschüss, guten Rutsch. Bis 2014 mit neuen Videos von Usemster.